Was haben wir hier? Ohohohohoho! Alter, sieht sie wieder naked? Und Rauch. Was ist das? Joint? Verdammter Husten. Wir haben die Wüste schon lange hinter uns gelassen. Und trotzdem hält er noch an. Was raucht Crest eigentlich? Das Zeug ist schrecklich. Jedenfalls geht es mir jetzt besser. Ich höre nur ungern, Leute, aber ihr solltet in den Speisesaal kommen. Das Essen ist fast angerichtet. So, und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde Metro Exodus. Und zwar werden wir heute ein neues Gebiet anfangen. Wir sind mit dem Zug abgehauen und haben unser Wasser, unseren Treibstoff bekommen und sind dann durchgezogen. Und heute werden wir ein neues Kapitel beginnen mit diesem schönen Monolog von der lieben, ich weiß gerade nicht, wie meine Frau heißt. Ja, von ihr halt. Und werden jetzt weiter schauen, was uns erwartet. Viel Spaß damit und los geht's. Was sagt man dazu? Wir sind krank. Alles ist perfekt, Artie. Folge uns. Okay. Geile Musik. Das ist korrekt. Oh! Was haben wir hier? Feuerwasser? Das ist ja wohl Leitung! Kann ich da was machen? Und da auf den Tür, oder? Oh, doch. Hallo! Kann ich da auch hören? Nee, das ist abgesperrt. Vielen Dank, Jungs! Ja, das war unvergesslich! Katja, ich habe schon zu lange geschwiegen, aber jetzt muss ich es sagen. Ich muss dich vor Stepan warnen. Er ist unglaublich und fürchterlich nett und warmherzig, ja. Tatsächlich, selbst ich als Misanthrop bin beeindruckt. Schau dir die Pferde an. Was essen die da? Igitt, was ist da? Okay, nee, das hat nur so ausgesehen wie ein Wurm. Das ist nur Lästerei. Sie sind neidisch. Also, endlich! Nimm bitte Platz! Wir haben noch gar nicht angetastet. Ja, ich kann ja nie. Also gut, Leute. Es ist mir klar, dass ich das nicht länger vor euch verbergen kann. Nach reichlicher Überlegung und sorgfältiger Begutachtung der Satellitenkarten, die wir bekommen haben, gibt es möglicherweise ein neues Zuhause für uns. Es ist ein... Sie hustet schon wieder rum. Dort gibt es einen Wald und ein Wasserkraftwerk. Ja. Es befindet sich fernab der dicht besiedelten Gebiete, was sehr wichtig ist, wie unsere Reise gezeigt hat. Schon wieder Wasser. Wir sind jetzt noch etwa 2 Tage entfernt. Also, Glückwunsch an alle! Ja! 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 Trotzdem ist das heute nicht unser letzter Punkt auf der Tagesordnung. Stepan! Katja! Was ist los? Oh, Ringe! Oh, Bruster da! Stepan, was? Katja, sprecht mir nach. So, eine kurze Zusammenfassung für euch. Miller traut nun Stefan und Katja. Die fangen dann an zu saufen und dann passiert genau das. Gurka! 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 Gurko! Anna! Was ist denn? Anna, genau! Das sieht nicht so toll aus. Oh oh. Das ist verreckt jetzt. Anna, was ist denn los? Seid vorsichtig, Leute! Anna, bitte haltet durch! Was ist denn los? Was ist denn, Anna? Was ist denn los? Bitte, tu doch was! Drängt euch nicht um sie, lasst ihr Luft! Verdammt! Oh shit. Tut mir leid, dass ich nichts gesagt habe. Wovon redest du denn da, Baby? Die Lungen-Aids? Im Yaman Tower, als sie mich verschleppten, sagte dieser Ghoul-Doktor, dass meine Lungen sich zersetzen. Von dem Gas, das ich am Munitionsdepot eingeatmet habe, sagte, ich hätte nicht mehr lange. Gut. Wie kannst du diesem Monster nur glauben? Wir sind doch durch die Wüste und der ganze Sand. Das könnte doch der Grund sein. So, die zweite Zusammenfassung. Und zwar
hat Katja uns gerade gesagt, dass sie todkrank ist, weil sich ihre Lunge zersetzt. Miller und Katja wollen das aber nicht glauben. Somit fahren wir jetzt in ein Gebiet, wo die Luft besser ist und wo auch ein experimentelles Medikament sich befinden soll, das wir dann im Falle der Verschlechterung des Zustands von Anna suchen werden. Damit sind wir jetzt auf dem 2000 Kilometer langen Weg nach Novosibirsk. Und hier noch ein kleiner Überblick von dem tollen Material, das ich rausschneide, das ihr verpasst. Oh mein Gott, wie lange geht das jetzt schon? 10 Minuten. Ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Hey, молодой женой, полковник Васин созвал свой полк и сказал... Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann nicht behaupten, je religiös gewesen zu sein. Okay. Aber jetzt bitte ich alle Götter, auf Anna aufzupassen. Möge das Tal ihre Krankheit heilen. In der Zwischenzeit haben Aljoscha und ich einen Aufklärungseinsatz. Keine Ahnung, was uns dort erwartet, aber Aljoscha scheint überzeugt zu sein, dass zahlreiche Frauen seine Ankunft dort begierig erwarten. Sollte das wirklich der Fall sein, dann habe ich den bestmöglichen Begleiter für diesen Einsatz. Okay, los geht's, Freunde. Und das nach 23 Minuten. Ich bin recht angetan von diesem Tag. Ja, wir haben uns die Motordraisine geschnappt. Nehmen wir mal die Luft. Die macht den Kopf ganz klar. Noch nie habe ich solche Luft gerochen. Ich wette, wenn wir eine Woche dort verbringen, wird nicht nur Anna geheilt sein, sondern dem Oberst werden sogar die Füße nachwachsen. Der war gut. Verdammt, was für eine holprige Fahrt. Die Schienen sind total krumm. Die ganze Trasse scheint wegzurutschen. Unser Gewicht. Wir sollen kontaktieren und ihnen sagen, dass sie die andere Strecke nehmen sollen. Aurora, bitte komm. Die Aufklärung. Hört ihr mich? Ende. Aurora hier. Ich höre euch laut und deutlich. Ende. Das ist schön. Herr Oberst, diese Strecke wird die Aurora nicht tragen. Nehmen Sie die Hauptstrecke. Ende. Ich verstehe. Ein paar Reparaturen nötig. Das bedeutet eine Verzögerung. Trotzdem steht der Plan. Wir treffen uns am Dach. Alter, in diesem Spiel wird so viel gequatscht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob uns das trägt. Die allgemeine Lage hier ist der absolute Wahnsinn, Herr Oberst. Anna wird es hier bestimmt gefallen. Ende. Freut mich zu hören. Oh, wir sind drüber. Aurora, Ende und aus. Der Plan ist also wie folgt. Wir begeben uns zu dem Damm, überprüfen ihn schnell und sagen ihnen, sie sollen herkommen. Sieh dir diese schöne Gegend nur an. Okay. Willst du nicht auch, dass sie schon eher hier sind? Nimm zum Beispiel die Kirche. Ah, Scheiße! What? Ja, super war das. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Soll ich mich festhalten, du Idiot? Jetzt wieder. Oh, das ist ein Toter. Beweg dich. Was ist das? Das ist aber nicht. Nee, nee. Irgendwer, oder? Haben wir jetzt wieder ein Teammitglied verloren? Den Aljoscha? Das ist eine Alte. Volga. Wir müssen das Ufer bis hin zu den unteren Stromschnellen absuchen. Hier ist nichts. Komme. Wow. Gut. Unsere Leute haben deinen Freund geschnappt. Ich kann aber sehen, dass ihr zwei keine Banditen seid.
Ich werde dir helfen, solange du keine Dummheiten machst. Jetzt muss ich los. Bleib nur außer Sichtweite, dann ist alles gut. Ja. Ja. Oh, Wölfe. Okay, jetzt bin ich wieder. Warum lande ich eigentlich immer irgendwo im Dreck? Aha, jetzt darf ich mich bewegen. Ne. Aha. Wir haben gleich eine Karte und die ist geklebt und das spiegelt auch richtig schön. Toll. So, wo bin ich? Da müssen wir hin, aber wo bin ich? Wer war diese Frau? Ich wünschte, ich wüsste ihren Namen, damit ich ihr für meine Rettung angemessen danken kann. Ja, das war die Olga. Höflichkeit steht auf meiner Dringlichkeitsliste im Moment allerdings ganz unten. Meine Ausrüstung habe ich im Fluss verloren und das Funkgerät ist kaputt. Daher habe ich keine Möglichkeit, die Aurora zu kontaktieren. Oh, shish. Die größten Chancen sollte ich haben, wenn ich zu den Damm gehe. Ich sollte der alten Straße folgen. Okay, dann folgen wir der alten Straße. Also ich habe gar nichts, oder wie? Ne, ich habe gar nichts. Ich kann nur laufen. Oh. Ist das dein Ernst? Jetzt habe ich meine Waffe und alles aufgerüstet und aufgelevelt und tralala, damit ich jetzt einen Bogen habe. Ah, das geht. Aha, ich kann leider kein Russisch, aber da hängt irgendwer. Sieht nicht gut aus. Und die Olle. Und die Olle hat irgendwas gesagt von Banditen, also das ist auch schon mal nicht so gut an. Alter, was ist mit ihnen? Oh, egal. Oh. Aha, warte, ich gehe mal da ran. Oh. Upsi. Ich habe gerade eine Geisel erledigt. Das wollte ich eigentlich nicht. Ist das die alte Straße? Nee, das ist einfach nur... Hä? Nee, das ist nicht die alte Straße. Das ist die alte Straße. Aber soll ich da jetzt rauf gehen oder nicht? Nee, das muss ich hier später noch machen. Die kann ich... Au, die kann ich drücken. Perfekt. Bin voll laut. Halt! Stehen bleiben! Wir sind die Brüder der Küste! Noch einen Schritt und... Schnappt ihr euch, Leute! Oh. Ich sehe ihn! Da! Ja. Hat das gerade Alarm geläutet? Oh fuck, das sind gar nicht wenig. Looten! Da drüben ist auch irgendwo einer, aber ich weiß nicht, wer das ist. Was? Die Granate? Ui! Das, wo ist der Wanker? Pfeile habe ich noch viele nicht mehr. Alter. Jetzt habe ich schon drei von den Dingen gebraucht. Was? Woher? Da ist er. Nimm das, du Tier! Ich habe ihn. Das ist zu viel für uns. Schnell weg von hier! Wer ist das? Wo ist der Wichser? Ich habe ihn im Wichser. Verarscht, der war gerade. Ich muss nachladen!
Boah, Alter, jetzt bin ich aber dann gleich down, glaube ich. Oh, ich habe keine Pferde mehr? Oh, doch, doch. Hey, Streuner! Ich habe eine Granate für dich! Oh, oh! Ja, dann renn ich mal. Ist so eine Granate, ich weiß. Ich sehe dich nicht. Oh. Warte, das sind doch nicht wenige. Fuck! Eine habe ich noch, glaube ich. Das war's dann. Ich sehe den nicht. Jetzt wird's dunkel auch noch. Leute, in den Leuchtgang! Da irgendwo. Nimm das! Wo? Warte mal, ich krieg den jetzt auch raus. Nee. Ich hab ihn nicht mehr. Ah, hier steht er. Nimm das, Eindringling! Ja, ich hab den Visier! Die stech ich ab. Aber die schießen wenigstens noch mit Pfeil und Bogen. Aber das waren nicht wenige. Bist du gelähmt? Ja, und jetzt? Das ist cool. Oh. Ah, hier haben sie Körbe. Was ist das? War ihre Alarmglocke. Oh, schau mal. Da geht's auch noch runter. Ah. Faszinierend, was die hier alles haben. Okay. Dann ein Stock weiter rauf. Wir versuchen weiterhin euch zu erreichen. Was ist passiert? Artyom, bitte. Bitte komm. Ende. Geht es euch beiden gut? Bitte komm, Jungs. Bitte. Ende. Was ist drauf? Mach dir nicht so viele Sorgen, Anna. Denke ich jetzt? Na toll. Ist das ein Bär? Wenn mich der erwischt, bin ich sowas von fucked up. Wie kommt man darauf? Aha, gar nicht. Oh doch, hier. Mal darauf. Scheint mir ein bisschen sicherer zu sein. Vielleicht kann ich da auf schlafen und auf den Tag hoffen. Warten. Ah, perfekt. Das ist ein Lager. Ja. Da kann ich auf den Tag warten. Hinlegen. Und warten, bis es morgen ist. Ich wollte gerade sagen, hört sich besser und hört sich gleich besser. Egal. Ich bin gerade von Rehan gerannt worden. Also das ist ja auch nicht unbedingt viel... viel sicherer... Nee.
Wirklich, wenn du so ein Atmen hinter dir hörst, und du weißt genau, da rennen so Bestien herum, dann kletterst du nicht so. Dann kletterst du nicht so. Du kletterst nicht wie eine alte Oma. Dann schaust du, dass du die Beine in die Hand nimmst und Vollgas gibst. Genau das. Okay, da gibt es ein bisschen Gerutsche. Ah, okay, perfekt. Ah, das ist jetzt wieder die, oder? Kinder des Waldes. Oder eine von denen. Also gut. Lass uns das Seil durchtrennen und ihn mit dem anderen zum Lager bringen. Hey, wartet mal. Ihr Pioniere habt schon einen. Und der hier ist unser Fang. Er wurde auf unserem Territorium erwischt. Das Netz gehört mir, also leck mich. Warum habt ihr die Falle dann auf unserem Territorium ausgelegt? Abgesehen davon habt ihr schon den Rucksack eines Eindringlings. Ich bin nach dem Rucksack getaucht, als du dich verdrückt hast. Ich hab mich verdrückt? Ihr seid Piraten, ihr habt mehr Boote. Und der hier wird dem Waldrat vorgeführt. Ach ja. Ihr seid alle Feiglinge. Er ist ein Eindringling, ein Feind. Bist du ein Bandit oder was? Was hat der Lehrmeister gesagt? Er hat gesagt, wir müssen anders sein. Hast du das vergessen? Bist du nicht etwas übermütig? Der Lehrmeister wollte, dass wir uns erst verteidigen. Alles andere kommt später. Habt ihr vergessen, was die Eindringlinge hier wollten? Er ist auch ein Eindringling, also muss er sterben. Der die anderen nicht herbringt. Es reicht. Zuerst kommt der Waldrat. Der Rat beschließt dann noch, wie ihn töten. Oh. Ja genau, er läuft da so brennend weg. Danke, Bär. Da haben wir eine Schrot. Ich kann die Schrot nicht nehmen. Nee, der Pfeil ist zu gut. Oder? Aber wie viel Munition habe ich dann? 23. Der Ambus ist jetzt weg. Nee, die habe ich noch. Ist kommt der aber perfekt. Der Schrot mit Nachtsichtigen drauf. Jetzt hat sich gerade was geändert an der Mission. Aha. Jetzt weiß ich ganz sicher, dass Aljoschka noch lebt. Er wird im Lager der Einheimischen festgehalten. Ist so eine Mischung aus Gast und Gefangener. Wenn wir das lebendig überstehen wollen, müssen wir zusammenhalten. Ich habe keine andere Wahl, als seine Flucht zu arrangieren. Genau, Leute, aber das werden wir beim nächsten Mal machen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich werde euch das Intro zusammenfassen, denn in Wirklichkeit hat das, glaube ich, 25 Minuten gedauert. Ich werde euch das ein bisschen kürzer und knapper gestalten, denn das interessiert ja wirklich gar keiner. Ich muss ganz sagen, mich hat das auch gelangweilt, weil die über ihre Familienplanung und alles reden und das, ja, das können wir auch so bereden und müssen nicht in einem Spiel das machen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte abonniert mich und vergesst dabei nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Eure Wünsche, Anregungen und Beschwerden würde ich auch sehr gerne in den Kommentaren lesen. Und mit einem Daumen nach oben zeigt ihr mir, dass euch meine Videos gefallen und ich so weitermachen soll. Dann sage ich vielen Dank, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.